Ganz herzlich willkommen zum Trading-Tipp am Donnerstag. Ja, DAX mit wieder mal einem neuen Rekord, 18.017 Punkte. Das heißt, die Stimmung an den Börsen ist gut. Für den heutigen Trading-Tipp haben wir uns Block rausgesucht. Die Aktie sieht ganz gut aus. Wir blicken direkt mal auf den Chart. Sie sehen es nämlich hier am 23. Februar. Letzten Monat hat es dann nämlich Quartalszahlen gegeben. Und dann hat man dieses schöne kleine Gap hier aufgerissen. Ist dann also über das Dezember-Januar-Hoch, ist man also drüber gelaufen. Ja, nicht schlimm. Und heißt also auch über jetzt dieses Februar-Hoch sind wir jetzt drüber gegangen. Wir blicken noch einmal auf den Chart, den ich Ihnen vorbereitet habe. Da sieht man es nämlich noch weitaus besser. Ja, wir sehen es jetzt hier langfristig gesehen. Ist die Aktie jetzt aus diesem Abwärtstrend, in der sie drin war, mit den neuen Quartalszahlen jetzt vom Februar drüber und dann jetzt also nach oben hin ausgebrochen. Heißt also, unsere nächsten Ziele sind dann jetzt so, ja, wir stehen jetzt wie gesagt bei 79 Euro, wären dann jetzt hier erstmal ungefähr bei 83 der Widerstand und dann hier oben, Sie sehen es aus dem März, Februar, März 23, wären dann hier also diese 85 Euro. Das sind jetzt also erstmal unsere nächsten Ziele. Dann, ja, wie gesagt, wir sehen es hier jetzt auch nochmal, so diese 80, 85 bis 90 war ein relativ schwieriger Bereich. Hier haben wir einen kleinen Widerstand hier, aber wenn wir jetzt erstmal über diese 80 drüber sind, kleine psychologische Marke, dann könntest du auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit auf diese 85 Euro erst einmal hinauslaufen. Blicken wir einmal auf den Schein, natürlich ein Faktor-Long-Zertifikat von unserem Partner Morgan Stanley. Wir haben heute mal die Kennnummer MB9LTG, das Ganze kostet 14,53 Euro, dann legen wir den Stopp, würde ich mal sagen, bei ja, 13,10 Euro mit einem Faktor von 3. Ja, der Schein von ASML. Gestern hat ASML im Laufe des Tages ein klein wenig verloren. Heute Morgen stehen wir da schon wieder besser da. Die Aktie ist jetzt, glaube ich, mit 9,30 Euro, mit 1,1% heute Morgen. Wunderbar. Gut, der Schein jetzt ist, glaube ich, noch nicht allzu viel gemacht. Genau, Empfehlung 8,18, 7,93. Da haben wir gestern natürlich noch weitaus drunter gestanden. Aber wie gesagt, heute Morgen haben wir uns da zurückgekämpft und wir sind da weiterhin zuversichtlich. Und ich hoffe mal, Sie auch. Bei ASML muss man jetzt noch zusagen, da jetzt natürlich in den letzten ein, zwei Tagen diese Meldung direkt aus dem Hauptwerk oder aus dem Hauptsitz der Niederlande so ein bisschen für düstere Stimmung gesorgt, dass wenn man sich in der Niederlande nicht weiter vergrößern darf, dass man dann nicht komplett, aber zum Teil dann die Niederlande verlassen würde. Ja, ich denke mal, diese Meldung wird aber auch in den nächsten Tagen dann wieder schnell vergessen sein und dann sollten wir also den Weg nach oben antreten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir sehen uns dann morgen am Freitag. Bis dahin.